alle haben, wenn ich dafür bezahlt werde. Ich glaube. Dizzy, schreib mich einfach mal an, ansonsten manage ich das für dich, kein Problem. Was? Ich? What? Wow, stopp, das ist jetzt wirklich eine neue Map. ich glaube, ganz ehrlich, hier passen wenige Menschen rein, die damit klarkommen würden, was hier passiert. Sind wir mal ganz ehrlich, das ist hier, also hier ist wirklich so, du triffst dich Freitag und machst einfach ein bisschen Blödsinn zusammen. Jusi schon wieder? What? Yeah. Also ich glaube, dass Stay immer in der ersten Runde rausfliegen würde. Das kommt noch dazu. Oh, Karl steht aber verdächtig lange an den Kabeln. Mann, los. Nothing, moin. Ich habe Orange gefunden, aber ich weiß nicht, also links oben in der Map und gerade war ich eingesperrt in dem Gang, beide Türen waren zu und dann ist mir nur Mark entgegengekommen. Aha. Wo ist denn links oben? Ja, das reicht mir. Alter, warte mal, Akku. Mimi, stopp erstmal. Mimi, wo warst du gerade? Warte. Das dauert viel zu lange. Office. Isa, ich stand an der Tür da drüber erstmal, bis ich gecheckt habe, dass man die selber aufmachen muss. Wo warst du gerade? Ich war bei Weapons. Und du hast den Tod nicht gesehen, Weapon? Oder was? Ich war ja gar nicht in dem Raum. Ich kam von der Mission, stand dann vor der ersten Tür mit Toro, dann bin ich zurückgegangen, weil ich dachte, ich komme da nicht raus. Dann bin ich wieder zurückgegangen bei der Tür und also dann gecheckt, dass sie auch selber aufmachen. Also mein Weg war Electrical, ich bin runter. Wo du? Und dann bin ich Weapons. Ich benutze Weapons gerade im Markus Raum. Markus Attacke, wo warst du gerade? Ich war in dem linken Teil und wollte dann runtergehen und bin an den Türen gescheitert. Karl, wo warst du gerade? Ich habe keine Ahnung, Bruder. Also bei Karl muss ich kurz mal die letzten 70 Sekunden... Wo warst du gerade? Ich muss kurz die letzten 70 Sekunden bei Karl nochmal nutzen. Also Karl, ich habe jetzt mein Excel-Flipchart aufgemacht und habe mal ein bisschen neben dir gestanden, ne? Und bei den Kabeln hast du wirklich schon sehr lange gebraucht. Und diese, um die Karte umzudrehen und draufzulegen, hast du auch sehr lange gebraucht. Jetzt stelle ich dir eine einzige Frage, Karl. Wie viel Dosen Bier hast du schon drin heute? Die dritte jetzt. Die dritte? Das finde ich gut. Karl. Das ist eine Lüge. Nee, Moment. Das klingt sehr Karl hat locker schon fünf drin. Das klingt sehr... Und Moment, Liga, jetzt hört mir doch bitte zu. Das klingt sehr, sehr lass einfach wieder Timer voten, oder? Back to the roots. Also im Biertrinker-Flipchart passen die Zeiten auf jeden Fall. Ebenfalls noch Mimi. Wen willst du hier verarschen, Karma? Also Isa, wer ist dir entgegengekommen? Ich hab die Leiche. Isa, warum denn ich? Die Leiche war bei Security. Da war ich doch gar nicht drin. Markus-Attacke, wo warst du? Wo warst du denn sonst? Ich hab doch gesagt, ich bin am Anfang... Ja, aber du bist doch der Einzige, der von da gekommen ist. Was für eine Aufgabe hast du gemacht, Markus? Ich hab doch gar keine Aufgabe gemacht, weil ich die Map zum ersten Mal spiele und an der Tür gescheitert bin. Und da kann man ja nicht abdrücken. Was? Markus. Oh, da wurde aber sehr... Türen kann man mit E öffnen. Twitch, bro. Da wurde aber sehr viel geskippt. Wer denn für Markus gewotet jetzt? Ab in die Lava! Hauptsache Tama, seid ihr dumm? Ach du Scheiße, was ist das denn für eine Drecksaufgabe? Boah! Mm-hmm.
Oh, das hätte ich nicht. So, jetzt ist Tama hier liegt ja links unten irgendwo. Jetzt ist die wichtige Frage, wer war sehr aggressiv gegenüber Tama? Wer wollte Back to the Roots? Till. Lega, ne? Ich stehe hinter dir, Mimi. Kannst du das true bestätigen? Ja, ja, true. Der kann es nicht gewesen sein. Okay. Also, Ja, warte mal. Ich stand gerade bei dem Admins unten, ja, auf jeden Fall gerade nicht, und hab geguckt. Es waren 3 bei Electricity. Also bei. Scheiße, so ein Kackwort, das kann ich nicht aussprechen. Elektrizität! Das macht mich sehr verdächtig. Electrical. So, und 2 waren. Oh Gott. O2! Waren auch 2. Und einer war irgendwo rechts oben. Wer war rechts oben? Also ich war bei Electrical. Wer war denn rechts oben? Bei Labor. Ja, irgendwo da oben, Labor. Ich bin da. Okay, Isa ist schon mal raus. Karl. Mimi, Dizzy und okay. Lega. Mimi hat die Leiche gefunden. Also Lega ist, wie gesagt, mit mir direkt dahin gelaufen. Das ist die Frage, wie lange die Leiche da schon liegt, aber... Yes. Karl also war mit Tama vor uns 2 Monitore. Ja. Halt auch Isa sein, auch wenn sie weit weg ist. Das du könnte halt aber auch einfach mal Toro sein, ne? Sure. Könnte auch sein, aber ich war weit weg. Wo warst du denn? Und zwei. Ja, ich hab gewotet. Ich dachte, bei 6 wird gewotet. Na, wir wurden nicht gewotet. Hallo, natürlich. Ach, in dieser Gruppenkonstellation. Die Regel hat keiner eingehalten. In dieser Gruppenkonstellation wird immer gewotet. So, Toro, wo warst du? Sehr gut. Ich war bei Admins, wo man gucken kann, wo die Figuren auf der Karte sind. Warum machst du deine Aufgaben nicht? Na, weil ich da alle hatte bis jetzt. Wo denn? Nur im Labor habe ich noch eine. Ich habe Weapons gemacht noch, dann warst du bei Weapons, Dizzy. Das hab ich gesehen, aber also im besoffenen Flipchart, für das warst du viel zu schnell. Also du ich warst, hatte nur noch einen Asteroid offen. Ich habe schon 19 Sekunde, gemacht. Eine Sekunde Ruhe bitte, eine Sekunde Ruhe. Ich hab gerade einen Moment. Heiliger Mojito, wenn ich es Toro war, dann ich bin schlürfe. Es nicht. Ich bin es nicht. Ich glaube, es ist nicht Toro. Jetzt, ne? Ich glaube, es ist nicht Toro. Nee. Lega hat mich gewotet. Mhm. Ah ja, ich sag ja, dass das Lega ist. Die Sau, ey. Achso, und deswegen wolltest du mich. Macht euch nicht lächerlich. Macht gar keinen Sinn. Till ist es. Es ist halt wirklich... Es ist halt wirklich Lega oder Mimi. Toro ist es. Karl? Ja. Ja. Du musst ja halt mir. Also, ja, Moment. Wir machen mal ganz kurz, Sherlock. Karl ist tot. Okay? Karl ist tot. Lega und Mimi hängen die ganze Zeit aufeinander rum. Ist Spenny auch schon? Was? Tut mir leid. Das stimmt. Ist Spenny nicht auch tot? Spenny oder war der Das war der erste Kill. Ja. Achso. Lass mal Lizzie ausreden. Ich will das wissen im Moment jetzt gerade. Also, Mimi und Lega sind die ganze Zeit zusammen. Karl ist einfach so voll. Ich stehe gerade bei Isa und Toro. Wer? Warte doch, also. Ja, Mimi, aber jetzt nur Mimi, die letzte Sekunde. Mimi, nur die letzte Sekunde kamst du. Alter Verwalter, Mimi. Davor starten wir nur zusammen bei Electrical. Ich will euch doch gar nicht anschuldigen! Sag mal, seid ihr voll oder was? Lega und Mimi sind die ganze Zeit zusammen.
Also entweder decken die sich beide, was aber nachher am Ende gar nicht mehr geht. Also bleibt Toro und Isa übrig, weil ich habe den besoffenen Karl 10 Stunden verfolgt, weil der hat nämlich 300 Jahre für seine Task gebraucht. Ich kann Isa rausnehmen, sie war ungefähr 2 Minuten damit beschäftigt, durch das Teleskop zu gucken, wie so ein Bekloppte. Ich bin da Teleskop gemacht, weil ich weiß, wie es geht, schnell. Und dann kam uns Lega entgegen. Ja, also Toro, ich hätte Isa schon längst töten können. Denn verdächtigst du dich ja gerade selber. Warum verdächte ich mich selber? Na, weil Lega und Mimi die ganze Zeit zusammen sind. Also hätte Mimi entweder Lega töten können oder Lega Mimi schon die ganze Zeit, nonstop. Weil die haben eben gerade zusammen Licht gefixt. Also bleibt Isa übrig oder du? Weil ich bin Isa war vor uns im Labor bei der anderen Runde. Naja, dann weit bist weg du das doch Kill. Selber. Ja. Ich bin doch das nicht selber. Ich mach meine Aufgaben. Doch, du argumentierst doch für dich. Raus mit dir. Mann, das kann ich ja keine Ahnung. Nee, Dizzy ist es. Dizzy ist es. Natürlich bin ich das. I don't know. Oh Mann. Du hast gerade gesagt, du hingst mit Karl die ganze Zeit zusammen und Karl ist auf einmal tot. Das ist richtig. Ich musste meinen Flipchart anpassen. Oh. Isa wurde Dizzy. Isa, wen hast du gewonnen? Ich hab Dizzy gewonnen. Also Toro ist auf jeden Fall. Später war es Mimi oder so. Okay. Ach so. Ach so, ist es Isa. Warte, was ist denn Wort? Achso, okay. Isa, vertrau mir. Wenn das Dizzy nicht ist, ist es Lega. Es ist Lega. Es ist Lega, oder? Es ist Lega. Ist es Lega? Ist hier drüben eine? Isa läuft rüber, okay. Es ist Lega, oder? Huh. Ist jetzt schlecht, Mimi. Ne? Digga, so. Mimi. Ja, es muss Mimi sein. Ja, natürlich. Natürlich. Mimi. Es tut mir leid, aber das war... Irgendwo war es mir schon klar, ehrlich gesagt. Warum lauft ihr beide nach oben zu dem anderen? Oh, das war so gut, Gott sei Dank. Ich wollte mal rübergehen. Es war so klar. Es war so klar, dass du es nicht. Wir waren der Zweite. Marc. Hi. Marc. Kann ich bitte nicht im Poster sein? Ich wusste aber nicht mehr, dass der Markus gewonnen hat. Das ist so schwer, ey. Mann, deine Fresse. Also, Markus, das war das letzte Mal, dass ich neben dir bei der Kamera stand. Ich habe meinen Mann wirklich an den Türen gescheitert. Ich bin nicht da rausgekommen. Dann haben wir Markus rausgewotet. Random. Also, der Isa hat mich beschuldigt, aber. Ja, der Isa hat auch das richtige Gut-Gefühl so. War random. Marc, ich habe alles gegeben, was Tom ich weiß, war doch noch knapp sogar. Nein. Also muss ich. War halt nicht gut genug, aber. Muss ich ehrlich sagen, ey, ich kenne halt auch keine Aufgaben, ne? Es war, ja, das war auch mein Problem. Ich habe die Map zum ersten Mal jetzt gespielt. Ja. Das war mega, Mimi. Also fast Leben alle Aufgaben gibt aufs Geld. Warte, Dizzy, was kannst du ich habe gesagt, ich hätte dich im Leben nicht verdächtigt. Du hast, weil die ganze, immer wenn ich geguckt habe, bist du mit Lega rumgelaufen. Mit ja. Nee, die hat sich das, die hat sich das Alibi von Lega. Deswegen habe ich ja gesagt, dass wir nicht die ganze Zeit rumgelaufen sind zusammen. Ja, aber das hat er ignoriert und das war super. Ja. Also ganz ehrlich, ich glaube, das, was wir hier spielen, hat auch mit Among Us nicht viel zu tun, ist eher Rufen. Also ich würde euch einfach mal darum bitten, dass ihr mir nächste Runde... Einfach mal vertraut, okay? Tama hat heute nicht so viel gesagt, irgendwie in den Runden. Ja, ich weiß auch nicht. Tama redet sonst wie Wasserfall. Ja, der ist so ruhig, sagt, dass ich auch mal falsch liege. Aber am Ende sorge ich dafür, dass wir gewinnen. Vertraut mir doch. Ich glaube, die meiste... Tama. Und wenn ich sterbe, dann bist du's. Die meiste Sprechzeit hatte Tama, als er tot war, glaube ich, als Geist. Oh Gott. Thank you.
Wow. Isa. Oha. Isa. Isa. Oh nein. Nein, ich hab zuerst. Isa. Isa, hast du gerade deinen Freund umgebracht? Nein, oh, hab ich nicht. Wir bleiben bitte dabei. Nein, vertraut mir. Gib also mir bitte. Wir machen mal bitte die Ich vertraue Zahmer-Runde, okay? Okay. Isa. Ja. Als dein Bruder, ich frag dich jetzt ganz offen und ehrlich, warst du es? Nope. Hast du deinen Lebensabschnittsgefährten umgebracht in diesem Nein. Spiel? Das habe ich das letzte Mal, als wir zusammen gespielt haben, habe ich das auch versehentlich, habe ich das die ganze Zeit immer gemacht, wenn ich im Poster dran war. Also wäre schön, wenn ich es jetzt mache. Weil oder? Dann, okay. Also, Toro. Sie hat auch okay, gesagt, Moment. Ne? Wir halten ich auch gar. Die Details auch getötet. Ich habe das nicht für das, aber wir spielen die Runde Ich vertraue okay. Tam. Ja, ja. Also, Toro, wo hast du die Leiche gerade gefunden, bitte? Sag ich nicht gut, wenn man dem vertraut. Wo? Warte, ich muss kurz auf der Karte gucken, weil das kenne ich nicht. Neben Laboratory. Das Ding heißt... Ja. Wo dieser Tunnel ist und da ist diese Rakete irgendwie. Ja, Tunnel? Was für ein Tunnel? Ja, so eine, wie so ein großes Loch. Endest du, Bruder? Na, wenn du ins Labor reingehst, kannst du abbiegen. Okay, ich gehe für Toro. Ja, Toro, auf jeden Fall. Leute, das ist nicht euer Ernst. Also, das ist ein Teaser, safe. Das ist nicht. Nein, das ist ein großes Loch. Geht die nächste Karte einfach mal. Okay, was Zeit. Vertraut Tama. Richtig. Um zu verlieren, vertraut einfach Tama. Es ist okay. Kann ich meine Aufgaben in Ruhe machen. Schön, danke. Das war so absurd. Du Arsch. Schreib mir auch auf, wer hier für Isa gewotet hat. Ja. Also. Ja, ich, weil alle gesagt haben, man soll für Isa voten. So. Ich bin du musst Tama vertrauen. Das ist Kundenzwang, so, was soll ich machen? Spielen wir mal ein bisschen mit in die Gruppendynamik rein. Moini. Hallo. Ja, Moini. Ist schon lange her, dass man sich gehört hat. Ja, Tama, ich möchte von dir was hören jetzt gerade. Das sind Isa und Tama. Was willst du von mir hören? Ja, na, du bist hier. Ich möchte von dir jetzt dein Bauchgefühl hören. Dein Bauchi. Ja, was sagt also dein Bauch? Mein Bauchgefühl über Isas ist, dass wir mit Zungen richtig lagen. Ja. Weil ich habe das gecallt. Und ich habe für den zweiten Imposter noch kein Gefühl. Sicher? Ich. Findest du nicht, dass Newsy eben gerade ein bisschen auffällig war? Wo war ich denn auffällig? Das ist das, ne? Kannst du das ausführen? Dann kann ich vielleicht versuchen, daran zu arbeiten. Naja. Alle haben gesagt, ich soll für Isa voten und ich habe für Isa gewotet. Genau, so. Also und Newsy, ja, genau. Newsy war halt vertraut. Instant gleich so auf Isa drauf, weißt du? Alle das haben... Das waren Isa. Die. Wir haben gesagt, wir gehen ich drauf. Ich bin mir auch bei Isa halt unsicher, deswegen ich würde... Aber ich verstehe, was du... Ja, wenn wir ihn jetzt rauskicken, dann ist sicher, oder? Dann ist sicher, dass ich es nicht bin. Ja, das ist einfach das Ding so, dass ich... Aber ich fühle nichts, was er meint, so... Ja, wir warten auf dein Call. Wir haben jetzt ein paar Mal die letzten Runden immer wieder aufs Neue, immer und immer wieder rausgeschmissen, ohne dass er es war. Und jetzt hat Tama einmal da mal ein Statement abgegeben und jetzt wollte ich da doch einmal in der richtigen Reihe der Geschichte stehen und das. Ja, aber er hat ja auch. Aber er hat ja auch. Also, er hat ja nur auch mal Toro bestimmt. Also, wo hast du gepennt jetzt, Newsy? Ja, keine Ahnung. Huh. Sag einfach, worauf ich klicken soll. So. Okay. Siehst du den grün? Den grün unten links. Ja, gut. Soll ich mal machen? Tama hat noch nicht gecallt. Tama hat noch nicht gecallt. Wir machen halt als Geist die Aufgaben also, beide. Ich sehe mich halt hier in der Verantwortung jetzt ja. gerade. Ja, deswegen, ohne dich schaffen wir das nicht. Nils, ich fühle deine Ausführung gerade. Ja. Und ich weiß das auch sehr, sehr zu schätzen. Aber ich nehme meine Verantwortung eben auch sehr, sehr ernst, deswegen will ich halt nicht einfach random irgendwas raushauen. Das ich muss gestehen, du verstehst nicht, wie wir spielen, oder? Jetzt, nee. Wie, also, nee, ich nehme das ernst. So. Ich will jetzt das Wort hören gerade. Und wir skippen jetzt. Wir skippen. Okay. Wenn ich skippe, ist das. Ich nehme das zu ernst. Die Sie? Okay. Das ist ein Statement. Auch, okay. Ja. Alter, die Runde ist einfach so großartig, Mann. Oh! Oh, Mann. Oh Gott, ey.
Hoffentlich machen wir heute noch einen neuen Termin, dass wir nochmal spielen. Bitte. Ui, was ist los? Ach, Newsy. Ach, Newsy, gleich als erstes. Ui, was ist los? Scheiße, sie haben mich entdeckt. Ich bin an der Leiche vorbeigelaufen. Jemand hat sie gefunden. Jetzt verstehe ich den Call von Dizzy. Newsy, was? Ich war's nicht. Okay, Tam hat gecallt. Auf ich. Ich würde dafür sogar in Kauf nehmen, dass ich mich bei Tom gehört habe, aber das war definitiv Newsy. Ich kann als News-YouTuber gar nicht lügen. Also entweder. Oder wir müssen in Kauf nehmen, dass wir ich weiß wirklich nicht. Ich weiß wirklich nicht. Wir wissen mal nicht mal, wo die Leiche liegt. Das ist doch egal. Stimmt. Doch! Es ist egal! Tamar! Hier ist alles okay. Ja, ja. Wir gehen auf Newsy. Alles super. Ich weiß nicht. Tamas Bauchi hat gesprochen. Die Leiche muss bei Laboratory. Du enttäuscht mich. Thomas, schreib mir mal eine PN, dann können wir sehen, wer wen enttäuscht. Ey, hat Tama jetzt. Ey, ist Tama jetzt wirklich der Dude? Alter, jetzt sag mir bitte nicht Tamas Imposter, ey. Das wäre richtig scheiße. Also, es kann nur ein Yuzi oder Tama sein. Mega. Alter, nein. Wow. Das war mir so klar, dass da hätte wirklich niemand gerechnet. Ich sag dazu nichts. Ich hab das echt nicht gesehen. Ja, ist okay, du darfst auch einmal gewinnen. Dankeschön. Weißt du, was nächste Runde passieren wird?